Liebe Pilgerinnen und Pilger, wir stehen an der Schwelle zum Sonntag. Es ist ein ganz besonderer Sonntag auf dieser virtuellen Wallfahrt. Wir feiern das Hochfest der Dreifaltigkeit. Die Theologen nennen das ein Gott und drei Personen, sehr philosophisch, sehr komplex. Aber gerade die Taufe zeigt uns dieses Bad mit dem Wasser des Lebens, was es bedeutet. Wir ehren den Vater, der uns geschaffen und uns ins Leben gerufen hat. Übrigens begonnen hat das schon mit der Zeugung, nicht erst mit der Geburt. Wir denken an den Sohn Jesus Christus, der sich selbst hat taufen lassen durch Johannes und der uns dann eine neue Taufe verkündet hat, nicht nur zur Vergebung der Sünden, sondern zur Eingliederung in das Reich Gottes, in seinen Leib, der Kirche heißt. Und wir denken an den Heiligen Geist, der Leben spendet und Leben schafft. Es gibt eine Taufe mit Wasser und es gibt eine Taufe im Heiligen Geist. Das heißt die Firmung. So dürfen wir an der Schwelle zum Dreifaltigkeitssonntag diesen großen Lobpreis auf die Dreifaltigkeit erneuern. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen, behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in seinem Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast. Ein Licht für die Erleuchtung der Heiden und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Der Herr sei mit euch. So segne und begleite euch in diesen Sonntag hinein und zum Abschluss unserer virtuellen Lourdes-Wallfahrt der treue und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.